Das Thema der dritten Sammlungspräsentation der Albertina ist Acting for the Camera. Der Fokus der Ausstellung liegt auf performativen Inszenierungen von Modellen für die Fotokamera. Ärzte wie Albert Lohnt, aber auch Etienne Jules-Marais haben Modelle bewusst inszeniert, um Bewegungsabläufe für das Auge sichtbar zu machen. Unter anderem hat das auch der Fotograf Ottmar Anschütz gezeigt, der den Ablauf eines Speerwurfs festgehalten hat. Diese Fotos hatten einerseits wissenschaftliche Bedeutung, haben aber auch Eingang in die bildende Kunst gefunden, denn sie waren Vorlagen für Maler, die nun zum ersten Mal auch rekonstruieren konnten, wie Abläufe von Bewegungen tatsächlich funktionieren. Hugo von Erfurt hat zum Beispiel versucht, Tanzsequenzen zu visualisieren, indem er den Tanz oder die Bewegung, den Bewegungsablauf seriell fotografiert und dokumentiert hat. Und diese Tanzformen finden dann Eingang auch in Inszenierungen von Porträts, in Inszenierungen von Modellen. Man denke zum Beispiel auch an die Selbstinszenierungen von Egon Schiele in der Fotografie von Josef Anton Tritschka, die nicht unwesentlich vom expressiven Ausdruckstanz beeinflusst wurden. Inszenierungen von Modellen gibt es seit der Frühzeit der Fotografie, speziell auch in sogenannten Tableaux Vivants. Also Tableaux Vivants waren ja eigentlich Live-Aufführungen von Adeligen oder auch vom gehobenen Bürgertum, wo Modelle Inszenierungen aus der Malerei oder literarische Vorlagen live nachgestellt haben. Und diese Form der sehr aufwendigen Inszenierung, wo Kostüme eigens entworfen wurden, wo Attrappen im Studio errichtet wurden, finden dann auch Niederschlag in Fotografien von Henry Peach Robinson zum Beispiel, der schon aus einem ganz anderen Kontext, nämlich dem der piktorialistischen Fotografie, Modelle ganz bewusst inszeniert, um eine tableau-vivant-hafte malerische Art der Fotografie zu etablieren, bei der er verschiedene Montagetechniken anwendet und die Bilder dadurch generiert, indem er verschiedene Einzelteile zu einer neuen Bildkomposition zusammenfügt. Schauspieler und Schauspielerinnen haben die Fotografie auch ganz gezielt genutzt, um ihr Image aufzubauen und zu vermarkten. Das war bereits in den 1920er Jahren so, wo Tänzer, Schauspieler auch mit Wiener Ateliers gearbeitet haben, wie zum Beispiel Madame Dorat oder Trude Fleischmann. Wird aber auch speziell in den Fotos von Will McBride sichtbar, der in Paris auf eine 25-jährige Romy Schneider trifft und sie in seriellen Fotos fotografiert. Diese Fotos waren für Romy Schneider sehr, sehr wichtig. Sie wollte sich vom Image der Sissi lösen und hat sich ganz unterschiedlich in Szene gesetzt, um auch die Bandbreite ihrer Persönlichkeit in der Fotografie zu inszenieren. Fotografie war für sie die primäre Möglichkeit, um ein neues Image von sich zu etablieren. Was in der Ausstellung auch sichtbar wird, sind unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Techniken in der Fotografie. Fotografie ist ja angeblich das demokratische Medium par excellence. Und demokratisch war es am Beginn ganz sicher nicht, denn eines der ersten Verfahren war die sogenannte Daguerreotypie. Hierbei wurde eine versilberte Kupferplatte lichtsensibel gemacht und belichtet. Der Aufnahmeprozess musste sehr genau durchdacht werden, weil die Belichtungszeit relativ lange war und vor allem war die Daguerreotypie auch ein Unikat. Das bedeutet, man konnte sie nicht vervielfältigen und hat dadurch auch nach kurzer Zeit eigentlich keine Nachfolger gefunden. Die aktionistische Körperkunst, die in den 50er, 60er Jahren aufkommt, ist untrennbar mit der Fotografie verbunden. Und auch später nutzen Fotografen, die ihren eigenen Körper inszenieren, Fotografie auf sehr selbstreflexive Art und Weise. Ein Beispiel hierfür ist der britisch-amerikanische Fotograf John Coplans, der seinen alternden Körper im Studio in Szene setzt und macht ihm hierbei den Alterungsprozess, auch den Verfallprozess des menschlichen Körpers sichtbar. Auch bei Arnulf Rainer hat der tatsächliche Fotograf eigentlich eine untergeordnete Rolle. Der Fotograf sollte keine eigene künstlerische Vorstellung verwirklichen, sondern die Posen, die Aktionen von Rainer nur dokumentieren, nur registrieren. Und diese Fotografie war die Basis für eine weitere Bearbeitung, um expressive Gesten, psychische Ausdrucksmomente herauszuarbeiten.
Was für mich bei dieser Ausstellung wiederum faszinierend ist, ist die Reichhaltigkeit der Fotosammlung der Albertina. Eben, dass historische Fotografien genauso vertreten sind wie zeitgenössische Fotografien, unterschiedliche Techniken, genauso wie sehr heterogene Zugänge zur Fotografie. Und das ist auch eine spezifische Qualität der Fotosammlung der Albertina, die andere Museen nicht haben, dass diese Bandbreite in der Entwicklung der Fotografie fast über 200 Jahre sich widerspiegelt.